herzlich willkommen zu einer kleinen Mod-Vorstellung. Ich zeige euch hier für den neuen MAN, zeige ich euch einen kleinen Tuning-Mod. Eine Lichtbox mit ein paar Slots oben drauf. Das funktioniert aber nur mit dem großen TGX, also mit der großen Variante. Das zeige ich euch jetzt hier mal, indem dass ihr dann hier quasi auf diesen Lampenbügel geht. Der existiert in dem Sinn nicht mehr, sondern blub. Das sieht dann so aus. Und dann könnt ihr quasi, wenn ihr da natürlich Bock drauf habt, könnt ihr hier natürlich ganz viele Lampen anbauen. Ich zeige es jetzt einfach mal, nur dass ihr es mal gesehen habt, wie das dann ungefähr aussieht, wenn ihr jetzt hier was hinbauen würdet. Ne? Das würde jetzt quasi bei mir, die schweben sogar in der Luft. Das sieht richtig toll aus. Das gefällt. Was kann man noch alles machen? Wir haben jetzt hier noch ein paar Slots mit dabei, die hier ein bisschen in der Luft schweben. Ich weiß nicht so genau, ob wir damit was anfangen können. Ich zeige es euch trotzdem mal. Gehen jetzt mal hier hin, machen wir mal ein Michelin-Männchen. Ah, der hängt ein bisschen in der Sonnenblende, ist vielleicht nicht so der Hit. Wie sieht es denn hier aus? Einfach mal zum Testen. Ja, der klebt eigentlich in der Luft. Besser wäre, wenn hier noch so ein Halter gewesen wäre, dann würde es ein bisschen besser aussehen. Aber nur, dass ihr mal gesehen habt. Ansonsten haben wir noch mit dabei. Passt auf, wir haben, wenn jetzt hier den unteren Slot nutzen wollt oder würdet wollen, dann könnt ihr hier quasi hier noch eine Lampe hinmachen. Das würde theoretisch so aussehen. Das würde einigermaßen passen. Ansonsten könnt ihr oben noch natürlich noch die rundum Leuchten setzen. So, dann sieht es ungefähr so aus bei mir. Ne? Aber das ist natürlich alles just for fun. Da könnt ihr selber ein bisschen rumfriemeln. Ich gucke jetzt nochmal wegen Lampen, ob ich ein paar andere noch habe dafür. Ansonsten wird es jetzt theoretisch bei mir so aussehen. So, alles zusammengefriemelt. Ich zeige es euch jetzt mal ganz kurz als Endergebnis. Also wie gesagt, oben ist natürlich ein bisschen optional, alles zu betrachten und natürlich zu bebauen in dem Sinn. Ich habe mich jetzt einfach hier nochmal entschlossen, oben Baker Accessory Mod Lampen zu nutzen. Das sieht dann in dem Fall so aus, aber da seid ihr einfach frei. Ihr könnt jetzt ein bisschen gucken und schauen. Die Michelin-Männchen, muss man klar sagen, die hängen quasi in der Luft. Das finde ich vielleicht nicht ganz so hübsch, aber ich meine, von außen sieht man es jetzt nicht so. Auch nur, dass ihr es mal gesehen habt. Dieses MAN Trucks kann man natürlich umskinnen, wer es kann, logisch. Die Lampen hängen, die passen eigentlich so weit hier, die weißen heller. Und dann würde es jetzt bei mir theoretisch so aussehen. Also es ist wirklich bloß der obere Slot-Mod praktisch mit diesem Lichtbox hier. Ne? Genau, und so unten ist natürlich wieder der SCS Tuning-Mod aus dem SCS-Forum. Hatte ich vor kurzem schon mal vorgestellt. Jetzt schauen wir mal den Lichttest an, vielleicht auch ganz wichtig. Transparente Schuhe, so, da ist er. So, dann seht ihr quasi jetzt hier mal unser Licht. Und ihr seht jetzt, ich fahre es mal ein Stück nach vorne, dass es ein bisschen dunkler wird. Dann seht ihr quasi, dass diese Lichtbox natürlich auch beleuchtet ist. Das ist, muss natürlich so sein. Ich weiß gar nicht, habe ich alle Lampen angemacht? Mal gucken hier. Ja, habe ich. Könnt jetzt vielleicht noch die heller Lampen, die hier, die weiß, also die unter dem Michelin-Männchen nochmal separat schalten. Da würden die auch noch mitleuchten. Habe ich jetzt hier aber nicht gemacht. Aber es ist wurscht. Da gibt es ja diverse. Ne? Genau, dann könnt ihr quasi jetzt hier nochmal, seht ihr dasselbe ganz gut hier, wie das hier oben dann leuchtet. Aber das muss natürlich auch so sein. Ne? Finde ich aber ganz gut, dass es dann mitleuchtet hier das Ganze und sieht wirklich soweit ganz toll aus. Coole Sache, oder? Wenn ihr Fragen habt, dann einfach raus mit in den Kommentaren. Ansonsten will man einen Daumen da lassen, Abo für den Kanal, nicht vergessen, die Glocke drücken. Und dann wünsche ich mir immer eine freie Fahrt. Macht's gut, bis bald und adios.